Wochen der Wahrheit in der Champions League und im Fußball allgemein. Vor allem RB Leipzig steht vor mächtigen Herausforderungen. Gerade erst am Samstag gab es das spannende Spitzenspiel in der Bundesliga. Am Dienstag folgt schon der Champions League-Kracher gegen Manchester United. Ein Sieg muss her und damit herzlich willkommen zur Sportbuzzer-Schalte. Uns zugeschaltet ist nun Torwartlegende und RB-Club-Repräsentant Perry Bräutigam. Herr Bräutigam, angesichts der Belastung in den letzten Wochen, das Spitzenspiel gegen die Bayern am Samstag, morgen schon wieder das Spiel gegen Manchester United in der Champions League, sind die Spieler heute überhaupt aus dem Bett gekommen? Das sind sie mit Sicherheit, denn wenn du erfolgreich deine Spiele bestreitest, so wie die Jungs das gerade hingekriegt haben, auch mit der Art und Weise, wie sie es gemacht haben, dann fällt das Aufstehen immer leichter, dann ist es auch immer leichter, wieder zur Trainingseinheit zu gehen und dann freut man sich eigentlich auch schon auf das Nächste, was da kommt. Und das heißt ja morgen dann Manchester United, das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Spiel, aber man muss einfach sagen, so wie die Jungs das jetzt mit in Verbindung mit Trainer und Trainerteam gemacht haben, ist es einfach fantastisch gewesen und wir werden uns auch nicht beklagen, dass die Spiele jetzt relativ kurz und so viel sind, weil das ist ja das, was wir unbedingt wollten für uns als Verein und deswegen ist es für uns eine schöne Sache und deswegen glaube ich auch, dass die Jungs sehr fit heute wieder zu ihrer Trainingseinheit kommen werden. Ja, Stichwort Manchester United, der Gegner in der Champions League morgen. Wie besonders ist das immer noch für einen Club wie RB Leipzig gegen so eine Legendentruppe wie den englischen Rekordmeister antreten zu dürfen? Das ist natürlich für uns ein ganz großes Highlight, wenn man bedenkt, und ich bin ja nun schon seit 2009, als alles angefangen hat, als wir das auf die Wege gebracht haben, hier bei RB Leipzig mit dabei. Und wenn man jetzt die 11 Jahre Revue passieren lässt, wir sind das dritte Mal oder das vierte Mal jetzt sogar schon in der Champions League, haben das Halbfinale jetzt gespielt, erst vor kurzem gegen Paris in der Champions League. Und jetzt können wir schon wieder nach dieser Gruppenphase mit dem letzten Spiel einziehen ins Achtelfinale. Das ist für uns ein ganz, ganz großes Highlight. Es ist schade für alle Vereine jetzt gerade im Moment, dass wir das alles ohne Zuschauer erleben, weil das wäre natürlich auch für unsere Fans was ganz Besonderes. Aber wir werden alles daran setzen, unseren Fans dann zumindest an dem Bildschirm eine große Freude zu machen und für uns als Verein in der jetzigen Phase und in der jetzigen Situation natürlich noch einmal einen Extraschub. Aber ich glaube, die Jungs sind so heiß, die haben gesehen, wie schön das ist, vielleicht einmal das Champions League-Finale erreichen zu können. Und deswegen werden sie morgen alles geben in Verbindung mit ihren Trainern, der sie dort wieder super einstellt. Wird, so wie er es jetzt gegen die Bayern gemacht hat. Und ich bin dann sehr optimistisch, dass wir gegen eine Mannschaft wie Manchester United, die natürlich eine historisch großartige Mannschaft ist, aber aus meiner Sicht, sie haben jetzt zuletzt gepatzt gegen Paris, sie haben zuletzt gepatzt gegen Istanbul. Also haben wir gute Chancen, dort weiterzukommen. Und das wäre für uns natürlich ein absolutes Highlight und würde das Bild dann für diese Saison wieder abrunden. Wahrscheinlich muss für das Erreichen der K.O.-Runde ein Sieg her. Nur damit ist es sicher. Wie muss man so ein Spiel angehen? Hurra-Stil oder lieber vorsichtige, kontrollierte Offensive? Also ich denke mal, dass wir es genauso anfangen werden wie gegen die Bayern. Das hat ja gezeigt, wir sind laufstark, wir sind immer dann gefährlich, wenn wir vorne drauf gehen, dann haben wir den kurzen Weg zum Tor. Also deswegen glaube ich, werden wir da nichts anderes machen. Es ist für uns vielleicht sogar ein kleiner Vorteil. Man sagt zwar jetzt, Manchester United kann unentschieden spielen, dann sind sie auf alle Fälle weiter. Aber geh mal in ein Spiel, also das weiß ich ja aus jahrzehntelanger Selbererfahrung, wenn du in ein Spiel gehst und sagst, ja, uns reicht ja eigentlich ein Unentschieden, dann spielst du doch ein bisschen anders, verhalten, unsicher. Wir wissen, dass wir das Spiel gewinnen wollen und gewinnen müssen und deswegen werden wir genauso an die Aufgabe gehen, wie wir das in den letzten Wochen gemacht haben, wie wir es in Istanbul gemacht haben, wie wir es gegen die Bayern jetzt gemacht haben. Und gerade dieses Spiel vom Wochenende jetzt gegen den FC Bayern hat ja gezeigt, in welch guter Verfassung unsere Mannschaft trotz der hohen Belastung und der vielen Spiele ist. Und das sollte uns eigentlich Mut geben, gegen eine solche Mannschaft dann im heimischen Stadion auftreten zu können. Natürlich werden uns die Fans fehlen, aber wir sind so heiß darauf, diese Champions League Achtelfinale darauf zu erreichen, dass wir alles daran setzen werden. Und ich bin sehr, sehr optimistisch, dass unsere Jungs das auch schaffen werden. Ihnen fehlt Dayot Upamecano gelb gesperrt. Wie kann man solch einen Ausfall kompensieren? Das wird nicht ganz einfach, aber wir haben einen großen Kader und wir legen uns nicht fest, dass wir auf einen Spieler besonders fokussiert sind. Sieht man jetzt auch, dass wir den Ersatz oder dass wir den Weggang von Timo Werner bisher ganz gut kompensiert haben. Man hat uns ja viele gesagt, na, es könnte ein bisschen schwer werden.
Da ist es eben auf mehrere Schultern verteilt und genauso wird der Daud Upamecano dort ersetzt. Entweder kommt der Willi rein, der Julian wird sich dort das richtige System ausdenken, er wird gucken, welche Spiele er dort reinbringt. Vielleicht verändert er die Abwehr dann auch noch auf einer anderen Position. Natürlich fehlt uns so ein Junge, der auch gerade in einer super Form ist, der hat man ja auch gegen die Bayern gesehen, gewisse Bälle dann gut ablaufen kann. Aber nichtsdestotrotz, dafür haben wir einen großen Kader und deswegen werden wir den gut ersetzen können. Perry Bräutigam, herzlichen Dank für die Einschätzung hier bei uns. Wir freuen uns auf ein großes Spiel morgen, auf ein spannendes Spiel und hoffentlich mit einem deutschen weiteren Teilnehmer im Achtelfinale der Champions League. Beste Grüße nach Sachsen. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut und viele Grüße an eure Zuhörer. Ciao. Ciao. Das klingt nach einem kollektiven Kraftakt, vor dem die Leipziger von Trainer Julian Nagelsmann morgen im Spiel gegen Manchester United stehen. Wir bleiben dran und werden es beobachten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.